Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu diesem ganz besonderen Pferdekauf-Video heute. Ihr habt es am Titel schon gesehen und zwar hat mir Dennis, mein Freund, ein Gotland-Pony ausgesucht. Und zwar haben wir das so gemacht, da er jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme, am Arbeiten ist und ich abends in aller Regel auch nicht so die Zeit habe für irgendwelche Streams. Habe ich ihm die Ponys am Wochenende gezeigt auf dem Handy, habe eine Bildschirmaufnahme gestartet und ja, habe ihm dann die Ponys vorgestellt und er musste entscheiden. Was es jetzt für ein Pony wird, das seht ihr jetzt. Also, das sind die Farben. Der Lichtfuchs, der Pangare, der Rappe, der Buckskin, der Splash White und der Braune. Oha. mit gekräuselten Haaren. Ja, du darfst dich nicht von den Schleifchen irritieren lassen. Also die haben standardmäßig alle die Mähne hier, die die vier haben. Dann ist der Fuchs trotzdem anders. Ja, da? Mhm. Okay. Ja, und im Nachhinein hat sich rausgestellt, Dennis wusste in dem Moment gar nicht, dass ich aufnehme. Er hat dann noch gefragt, er hat noch gesagt, hätte ich das gewusst, dass du jetzt schon aufnimmst, dann hätte ich doch noch ein bisschen mehr gesagt. Und naja, gut. Epic Fail meinerseits. Das nächste Mal laufe ich mit einer roten Aufnahmelampe durch die Gegend. Nein, ich habe dann auch gedacht, okay, ich hätte es besser direkt ankündigen sollen. Aber ich fand es jetzt auch blöd, das nochmal irgendwie neu aufzunehmen, weil dann war halt so dieser erste Effekt, er sieht das erste Mal die Ponys und entscheidet sich, der wäre dann halt irgendwie weg gewesen. Ja gut, da kam jetzt gerade ein Anruf rein. Ja, jetzt habt ihr gesehen, es wird der Lichtfuchs. Und ich habe tatsächlich mir im Vorfeld schon gedacht, dass Dennis sich für den entscheidet. Denn wir haben hier in der Gegend einige Pferdeweiden. Und wenn wir da schon mal dran vorbeigehen, da hatte Dennis mal gesagt, dass ihm der Palomino total gut gefällt. Und ich meine, Lichtfuchs hat ja nur eine gewisse Ähnlichkeit so grob mit Palomino. Ist zwar nicht so hell, aber so von der Richtung geht es ja in eine ähnliche Richtung. Und ich habe mir einen Namen ausgesucht, wo ich am Ende des Videos mal noch erklären werde, warum es dieser Name geworden ist und warum dieses Pferd in zweierlei Hinsicht dann eine besondere Bedeutung für mich hat. Und zwar wird es Pixel Knight. Das kleine Pony wird ein Hengst. Pixel Knight wird jetzt in den Stall einziehen. Und dann sehen wir uns auch gleich im Stall wieder. Wie gesagt, wie es zu dem Namen gekommen ist, warum ich gerade den gewählt habe, das erfahrt ihr noch am Ende des Videos. So, Pixel Knight wartet schon hinter mir in der Box. Ich denke, ich werde wahrscheinlich beim Namen Pixel bleiben. Wenn ich ihn jetzt Dennis nennen würde, dann wird es vielleicht ein bisschen komisch klingen, wenn ich sage, hey, heute reite ich zum Champi mal auf Dennis. Das ist vielleicht nicht so ganz das, was ich sagen sollte. Ist dieses Pony nicht auch mega knuddelig? Ich habe schon, als ich die News aufgenommen habe, gedacht, hey, da hat Dennis echt eine gute Wahl getroffen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr, sehr niedlich. Vor allen Dingen noch mit dem Sternchen, was wir hier oben drunter sehen. Wenn es denn die Mähne ein bisschen wirft. Unser kleiner, guck mal, der sieht aus wie so ein kleiner verspielter Junghengst. Ich finde den total toll. Ha, richtig goldig. So, der wird jetzt natürlich auch nochmal geknuddelt. Ein feiner bist du. Ich finde, hier sieht man auch sehr, sehr schön die Fellstruktur hier. Die Wirbel, die hatte ich ja auch jetzt schon bei Blossom gestern hervorgehoben. Die fand ich da ja schon so mega. Auch das Maul, wie das hier mit den Falten ist, die Bewegung. Also ganz ehrlich, die Pferde, die Nomi gestaltet, finde ich grandios. Muss ich wirklich so sagen, das kann ich gar nicht anders sagen. So, putzen wir einmal. Wir stehen hier ziemlich weit hinten, das ist mir gestern gar nicht aufgefallen. Hufe auskratzen, wie gesagt, das passt tatsächlich ziemlich gut. So, beim Wasser, da merkt man, dass ja, der Reiter einfach so eine vorgefertigte Haltung hat und
Da ist das Pony einfach zu klein, um noch passend zu fressen. Aber das macht jetzt, er sieht trotzdem total süß aus. So, jetzt werde ich ihm hier mal das Bosal draufziehen und jetzt führe ich ihn hier mal raus, dass ihr das Führen schon mal sehen könnt. Und zwar sieht das hier bei der Farbe so aus. Finde ich auch super, super niedlich. Na Blossom, wäre der was für dich? Also finde ich richtig schön. Diese Haltung auch beim Führen finde ich super. Genauso, oh, wie süß ist das Bild denn gerade gewesen? Oh mein Gott. Genauso wie hier eben auch die Haltung im Stehen, die Animation im Stehen, richtig niedlich. So, jetzt werde ich Pixel meinen Outfit draufwerfen. Das gucken wir uns dann natürlich gleich an, genauso wie die Gangarten. Und heute werde ich euch auch das Springen nicht vorenthalten. Ich war so geflasht von der Cuteness der Ponys, dass ich es gestern einfach vergessen habe, das Springen aufzunehmen. Gibt's gar nicht. Naja, Pixel bekommt heute die Ehre, euch auch zu zeigen, was für einen tollen Sprung das Gotland-Pony hat. Pixel Knight und ich sind on Tour. Eigentlich wollte ich jetzt noch kein so sommerliches Outfit zusammenstellen. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden, weil ich einfach finde, dass das unfassbar toll aussieht auf dem Pony, so in dieser Art und Weise. Und zwar trage ich den coolen Reithelm, hups, aus dem Shopping Center. Dann das Cowboy-Set-Hemd. Das gibt es in Silverglade in einem Shop zu kaufen. Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile auch woanders gibt, aber da gab es es zumindest immer. Leider nur für Starcoins, aber ich liebe es. Dazu die robuste Jeans. Die gibt es auf der Starshine Ranch, ebenso wie die robusten Ranch-Handschuhe. Und die braunen Reitstiefel aus dem Shopping Center sind dazu gekommen. Also wie ihr seht, sehr sommerlich, aber ich finde, das passt einfach so perfekt zueinander. Ja, und Pixel trägt auf der anderen Seite, das kann man hier gerade gar nicht sehen, das Herzaccessoire. Hätte ich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt kombiniert, hier seht ihr das mal. Das sind diese drei kleinen Herzchen, die kann man beim Valentins-Event kaufen. Ist also dann auch bald schon wieder soweit. Tja, Wahnsinn, fällt mir gerade auf. Das Valentins-Update dürfte dann ja wahrscheinlich auch kommenden Mittwoch reinkommen. Denn Sonntag in der Woche ist ja schon Valentinstag, krass. Ja. Das habe ich dazu gepackt, einfach weil es das Pony ist, was Dennis ausgesucht hat und weil es ja auch für mich irgendwie so ein bisschen für ihn steht, beziehungsweise mit dem Namen, was ich nachher noch erkläre. Deswegen fand ich die Herzchen irgendwie total passend. Dann trägt Pixel, hups, das Bosal in Steppenläuferbraun von der Starshine Ranch, den kastanienbraunen Klassik-Springsattel aus Moorland, die Hufschuhe in Steppenläuferbraun von der Starshine Ranch, die finde ich auch bombastisch zu dem Pony, und die blaue Wintersatteldecke aus dem Shopping Center. Ich finde, die gibt so einen richtig coolen Kontrast zum Pony. Ich finde Gelb darauf total toll, aber diese neue Decke in Moorland ist leider nicht Chumpy-tauglich, deswegen ist es die nicht geworden. Aber die hellblaue Decke gefiel mir gut, die hier gefiel mir aber noch ein Ticken besser, einfach weil sie so richtig schön knallig rüberkommen von den Farben. Und ja, ich fand einfach, das passt total gut zusammen. Und ich muss wirklich sagen, manchmal habe ich auch schon mal so Sets, wo ich sage, ja, das ist okay. Das ist okay. Aber bei dem hier muss ich wirklich sagen, ich liebe es und das wird sich auch auf diesem Pferd nicht ändern, weil das finde ich, das passt wirklich 1A zusammen. Gut, dann gehen wir jetzt über zu den Gangarten. Das Grasen habt ihr gerade schon nochmal gesehen. Generell die Animationen im Stehen sind ganz, ganz toll. Es ist unheimlich süß und liebevoll animiert. Es zappelt nicht so unsäglich rum. Ich finde es spitzenmäßig, da kann man nichts besser machen. Rückwärts richten. Eifrig, eifrig. Definitiv eifrig. Ich finde es nach wie vor total süß. Auch wie es den Kopf mitbewegt. Gucken wir uns das Steigen nochmal an, wie es so einmal nach vorne kickt, finde ich klasse. Ich finde es zum Pony perfekt und oft finde ich es schwierig, beim Bildern eine gute Pose für, ach, das hier, das liebe ich, diese Animation. Oft finde ich es schwierig, beim Steigen eine gute Pose fürs Steigen, für ein Foto abzupassen. Und ich finde, das hier ist eigentlich perfekt. Der Reiter guckt gut, das Pferd guckt gut und einen Moment später, wenn es so nach vorne kickt und das Bein ist ausgestreckt, das finde ich auch super. Also das Pferd hat gleich zwei Posen, wo das Steigen absolut gut und natürlich aussieht und nicht total bescheuert rüberkommt am Foto. So, der Schritt. Ich liebe ihn. Also der Schritt ist in meinen Augen bombastisch.
Also richtig toll. Diese ganze Haltung vom Pferd gefällt mir da einfach sehr, sehr gut. Also wow. Der Trab, ja, wie gesagt, er streckt so ein bisschen den Rücken nach unten durch, drückt ihn nach unten durch. Das finde ich ein bisschen schade. Der Trab an sich, er hat eine Schwebephase, ich meine, Leute. Da. Er hat eine Schwebephase. Ein schwungvoller Trab kann durchaus eine Schwebephase haben. Ich finde das richtig, richtig toll. Wie gesagt, wenn der Hals halt so nach oben geht im Trab, dann kann das Pferd nicht anders, als den Rücken durchzustrecken, durchzudrücken. Es kann den Rücken bei dieser Halshaltung nicht aufwölben. Das geht nicht. Das ist physisch, anatomisch nicht möglich. Aber süß aussehen tut es trotzdem. Arbeitsgalopp finde ich auch richtig schön. Hier nochmal von vorne, wie es mitwippt. Also richtig schön. Klasse. Wenn wir jetzt ein bisschen schneller werden, dann haben wir wieder das Problem, dass das hier. Sieht man aber, finde ich, von der Seite gar nicht so krass. Von der Seite, finde ich, fällt es mehr auf. Bei der Hinterhand hier diese etwas unschöne, etwas unnatürlich krasse Biegung. Aber hier, guck mal, beim linken Hinterbein ist es schlimmer als beim rechten, finde ich. Aber es ist okay. Also ich mag es trotzdem von den Animationen her sehr gerne. Und auch von hinten nochmal, weil man das ja auch in aller Regel am meisten sieht, am häufigsten. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Das Stoppen ist auch schön zügig, ohne großes Tam-Tam und Trara. Finde ich klasse, finde ich perfekt für das Pony. Also alles in allem bekommt das Gotland-Pony bei mir tatsächlich volle 10 von 10 Sternen. Es hat ein paar Punkte, die ich besser finde, wo ich es wirklich sagen würde, ich gebe 11 von 10 Punkten. Und es hat Punkte, wo ich sagen würde, ich gebe 9 von 10. Also komme ich insgesamt auf eine 10 von 10. Das Gotland Pony überzeugt mich auf komplett ganzer Linie. So. Und jetzt zeige ich euch das Springen noch, was ich ja gestern vergessen hatte bei Blossom. Aus dem Arbeitsgalopp finde ich eine ganz, ganz tolle Animation. Jetzt sehe ich wieder, alle Spieler fällt mir gerade auf. Ups. Also ich finde es richtig schön. Eine gelungene Animation durch und durch. Zack. Huch, jetzt bin ich hängen geblieben. Tut mir leid, Pixel. Tut mir sehr, sehr leid, Pixelchen. So, und jetzt auch nochmal aus dem Renngalopp. Also, mir gefällt's. Auch da kann ich absolut überhaupt gar nichts Negatives für mich dran finden. Ich bin komplett begeistert von diesem kleinen Fellknäuel hier. Ich finde es wirklich spitzenmäßig. Ganz großes Kino. Ich bin absolut überzeugt. Thumbs up, Daumen rauf. Sehr gut gemacht, Star Stable. Star Stable. Sehr gut gemacht, Nomi speziell. Gut. Und weiter geht's jetzt noch zum Friseur. Und damit herzlich willkommen beim einzigen Friseur, zu dem wir momentan noch können, dem Pferdefriseur auf Jorvik. Gut, dann wollen wir uns dann auch mal die Mähnen hier anschauen bei Pixel Knight. Die Standardmähne, tja, was soll ich dazu groß nach dem Video von Blossom gestern noch sagen? Sie ist einfach perfekt in meinen Augen. Ich liebe die kleinen Strähnchen, die hochstehen. Ich liebe die Struktur in der Mähne und im Schweif. Ich liebe hier diese. Hier, dass es hier geteilt auf der rechten Seite fällt und auf der linken Seite so ganz dicht. Und ach, das ist. Ich finde es genial. Ich finde es echt genial. Und die kurze Mähne, die hat auch was Putziges auf dem kleinen Pony. Sie ist natürlich bei weitem nicht so detailliert, aber ich finde sie hier auch gar nicht mal schlecht, gerade auch aus der Richtung. Man sieht da so ein bisschen den Stirn noch durchschimmern. Also ich würde sie nicht drauf machen, weil mir die andere einfach viel zu gut gefällt. Aber ich finde die auch schön. Also bei der Farbe sogar noch hübscher als bei Blossom gestern. Die Zöpfchen haben wir hier. Also ich finde die hier auch mega niedlich. Aber ich würde sagen, also die Zöpfchen, klar, so ein Pony kriegt auch auf dem Turnier Zöpfchen geflochten. Aber ich persönlich finde immer, dass die Zöpfe zu einem Warmblut irgendwie besser passen. So sieht das Pferd richtig stutig aus, finde ich, mit der Standardmähne. Aber da bleibe ich dabei. Ich finde die Standardmähne und die Wildpferdemähne, die gleichen zu sehr der Mähne, die es von vornherein hat. Also zur Gotlandmähne. Und die Gotlandmähne, die schlägt ihr dann doch nochmal um Längen. Wobei hier die Jorviksche, also hier die Wildpferdemähne, die geht noch besser als die Standardmähne. Aber
Jetzt guckt man, da zieht sich auch das Braun ein bisschen tiefer in den Schweif rein. Die ist auch relativ detailliert, so ist nicht. Aber die Standardmähne, also die Gotlandmähne, die finde ich dann doch deutlich besser nochmal. Und hier seht ihr die Zöpfchen. Bei der Farbe auch gefallen sie mir nicht so gut. Also es ist niedlich, ja, ja gut, wenn ich das jetzt hier so von vorne sehe mit dem einen Zöpfchen. Es ist schon wirklich goldig, aber auch hier der Schweif, den finde ich klasse. Aber ich bin dann doch eher so ein bisschen mehr der Fan von der Wuschelmähne in diesem Fall. Was ich noch cool fände hier bei den Zöpfchen wäre, ich habe gesehen, dass die unterschiedlichen Farben unterschiedliche Schleifchenfarben auch haben. Ähnlich wie bei der Verzierung der Mähne beim Clydesdale. Ich fände es total cool, wenn man hier unten noch eine Farbpalette drunter hätte und aus diesen verschiedenen Farben, die es bei den Schleifen gibt, eine auswählen könnte. Dass man nicht eine festgelegte Farbe für die Fellfarbe hat, sondern dass man die Farbe der Schleifen auch nochmal getrennt wählen könnte. Das fände ich mega. Ja, und jetzt sind wir noch nicht ganz am Ende angekommen, denn jetzt erzähle ich euch noch, wie es zu der Namensgebung von Pixel Knight kommt. Tja, für den einen oder anderen von euch mag das jetzt vielleicht auch kitschig klingen, was jetzt kommen mag. Wie ihr erfahren habt, wie der Titel sagt und ich ja auch schon erzählt habe, hat Dennis mir dieses Pferd ja ausgewählt. Und deswegen war klar, das Pferd muss irgendwie auch einen Bezug haben auf Dennis, der Name. Nun ist das in Star Stable gar nicht so leicht, weil man ja wirklich nur die vorgegebenen Namen wählen kann. Und ich hatte einige Ideen, die waren aber alle irgendwie nicht so eingänglich vom Klang und ließen sich nicht so flüssig sprechen. Die waren dann doch eher nicht ganz so das, was ich jetzt schön gefunden hätte. Und ich wollte irgendwas haben in Richtung Guardian oder in Richtung Knight. Einfach so ein bisschen was Beschützendes, sag ich jetzt mal. Etwas, was einfach für Unterstützung steht. Und da habe ich mir gedacht, ein Guardian, ich weiß es nicht. Knight ist irgendwie so mein Ritter. ein starker Mann, der mich beschützt. Pixel ist völlig klar. Es sind halt animierte Pixel in einem Pferdespiel. Und ich wollte halt noch irgendwas, was wirklich so ein bisschen... Oh, Moos, was irgendwie so ein bisschen das eben symbolisiert, was Dennis für mich ist. Und Dennis unterstützt mich eigentlich wirklich in allen Sachen so gut er kann. Sei es nun in Bezug auf den Waschzwang, sei es mit Ideen für YouTube, sei es mit Ideen für meine Zeichenaufträge. Und bei so vielen anderen Sachen auch noch, es würde einfach zu weit ausschweifen, wenn ich das jetzt alles erzählen würde. Und was macht denn ein Ritter aus? Ein Ritter steht für seine holde Maid ein. er ist einfach männlich, er beschützt. Und das ist irgendwie zu einem Stück weit Dennis für mich. Er unterstützt mich, wie gesagt, so gut er kann und hat mir schon bei einigen Dingen geholfen und er mich motiviert. Jetzt auch, wenn es beim Sport gewesen ist. Und deswegen dachte ich, das ist einfach so der Name, der eigentlich am besten für die Dinge steht, die Dennis in der Beziehung für mich verkörpert, die mir auch wichtig sind. Mir ist es wichtig, dass ich von einem Partner unterstützt werde. Und das macht er. Ohne, dass ich es fordern muss. Und es klingt total blöd, wenn ich das sage. Ja, er ist mein Ritter. Aber wie gesagt, das, was er macht, das ist das, wofür früher der Ritter auch irgendwie mal stand. Und deswegen fand ich diesen Namen einfach perfekt und so kam es dann zu dem Namen Pixel Knight. Ich hoffe, ich habe euch jetzt damit nicht zu sehr gelangweilt und ihr fandet diesen kleinen Exkurs zur Namensfindung ganz schön
Und ganz interessant, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe auch noch das ein oder andere Mal geplant, was ich auch mit Dennis ganz gerne mal hier machen würde auf dem Kanal. Und könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon halten würdet. So vielleicht mal in Richtung Horrorspiele oder Mario Kart oder solche Sachen. Ich bin gespannt. Schreibt gerne auch eure Meinung zu dem Outfit rein, zu dem Pony an sich. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und morgen dann der Chumpy-Test, das Gotland-Pony auf Level 1 mit Apple Blossom. Bis dahin. Tschüss.